70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr. Das ist mein 70.000-Meilen-Special an euch da draußen. Und heute eins der begehrtesten Motorräder in 2020, die Honda Fireblade im Landstraßentest. Das und mehr nach dem Intro. Ja, meine Lieben, ich fahre heute die Honda Fireblade 2020 mit 217 PS zur kalten Kuchel. Das ist sozusagen der Welcome-Test unseres Dauertesters. Denn die Honda Fireblade begleitet uns das ganze Jahr. Leider hat sie es nicht zu unserem Red Bull Ring Test geschafft. Das lag daran, dass da ein paar Problemchen gab. Die Honda wurde teilweise nicht ausgeliefert. Jetzt ist es aber wieder Status Auslieferung läuft und funktioniert auch. Wir kriegen sozusagen als eines der ersten Magazine überhaupt die Fireblade zum Testen. Ein wirklich besonderes Motorrad und ich weiß, dass viele Leute darauf spechteln, wissen wollen, was das hier ist. Und ich kann euch eins sagen, das, was ich hier fahre, ist einmal alles. Man wird es wahrscheinlich schon auf dem Video gehört haben. Wir haben hier die Akrapovic-Anlage drauf. Das klingt Mörder! Mörder! Ich kann euch eins sagen, bei den Fahrverboten darf die sicher so nicht mehr fahren. Holy crap, ist das Ding geil! Das Ganze soll hier nur mal der erste Einblick in das Motorrad sein. Wir werden da mal ein ausführliches Video, ein richtig schönes Video noch produzieren im Laufe des Jahres, wenn wir dann auch ein bisschen Rennstreckenerfahrung damit gesammelt haben, wenn wir überall unterwegs sind. Das soll sozusagen nur der Welcome Day sein und ich fahre sie als einer der allerersten aus der Redaktion auch. Also ich glaube, kein anderer aus der Redaktion hatte sie bis jetzt. Deswegen geht es auch jetzt für mich eine Runde zur kalten Kuchel. Ich bin gespannt, wie es so fährt. Ich bin die alte Fireblade auch zur kalten Kuchel raufgefahren und weiß ungefähr bei der kalten Kuchel, wie sich das verhalten soll. Kenne die Strecke relativ gut. Deswegen bin ich gespannt, wie das ist, wenn wir mit der Fireblade da jetzt mit der neuen rauffahren. Fakt ist auf jeden Fall der, ich sitze auf jeden Fall wesentlich aggressiver und sportlicher auf der Fireblade drauf als auf der alten. Das ist ganz eine andere Sitzposition, ganz eine andere Sitzgeometrie. Ich muss noch ein paar Meter fahren, also wie gesagt, ich bin gerade erst losgefahren. Ich kann da noch gar nicht viel groß dazu sagen, außer dass der Sound einfach unpackbar ist. So, jetzt fängt schon der Spaß an und wir schauen mal, was da sich so bewegt, was da so tut. Ich muss sagen, ich habe den Sportmodus eingestellt, habe mir ein bisschen elektronische Helfer dazu geholt, weil ich das Motorrad noch nicht kenne und erstmal kennenlernen möchte. Und das werden wir jetzt auf der Strecke mal versuchen, was da so sich bewegt, was da so geht. Der Roland Resch ist es für uns ja schon auf der Rennstrecke gefahren und hat seinen Rennstreckenbericht dazu gegeben. Jetzt werden wir mal schauen, was das Moped so auf der Landstraße, auf den engeren Gefilden sozusagen performt. Ich muss sagen, die Sitzposition, wie schon eingangs erwähnt, ist sehr sportlich gehalten. Fast schon zu aggressiv für mich, für den Landstraßenthema. Das muss ich schon sagen, schon sehr aggressiv gehalten. Die 217 PS sind jetzt noch nicht prüfstandsgemessen. Wir wollen auch eine Prüfstandsmessung hier beim Reitwagen machen. Das kommt auch sehr bald. Also wir stellen die wieder zum Leistungsprüfstand und dann wissen wir auch, wie viel Leistung die Fireblade wirklich hat. Also eins kann ich euch schon sagen, ich habe jetzt mal kurz hier ein bisschen mehr Gas gegeben, als ich gedacht hätte oder wollte. Das schiebt an. Ja, das schiebt an. Das Drehmoment kickt aber nicht vom ersten Moment an, sondern es kickt erst so ab 6.000, 7.000 Umdrehungen. Da aber dafür ordentlich. Kann man halt auf der Landstraße überhaupt nicht fahren. Beziehungsweise ich kann es euch jetzt im Video nicht zeigen, weil da wäre ich permanent sowas von zu schnell, dass mir alles, Stress geben will mit der Polizei. Und wir wollen eben keinen Stress, wir wollen entspannt unsere Runde drehen. Der Quickshifter ist übrigens ein Wahnsinn. Also so ein präziser Quickshifter, richtig geil. Ich muss euch ehrlich sagen, über den Sound mache ich mir jetzt schon in den letzten Tagen mehr Gedanken, seit ich diese Tirol-Sperrungen gehört habe. Ich finde das eigentlich nicht gut. Und bei dem muss man halt ehrlich sagen, für mich als Fahrer ist das jetzt auch schon fast grenzwertig. Auf jeden Fall kann man eins sagen, das Motorrad fordert mich im Kopf sehr mental. Es ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen für mich jetzt auf den ersten Metern. Es macht schon das, was es machen soll. Das ist nicht das Problem, das funktioniert auch, aber es ist wirklich schwierig einzuschätzen, gerade bei diesen Tempos, wo ich jetzt hier unterwegs sein darf, um die 100 km/h, wann das Drehmoment wieder kickt und du wieder vom Gas gehen musst, das ist noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich glaube, das wird besser, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Auf der Fireblade hat man auf jeden Fall einen richtig geilen Knieschluss. Ich bin bei 1,80, 1,83, muss man dazu sagen, ist grenzwertig. Also
Größer wird schwierig auf ihr. Kleiner, glaube ich, ist besser. Da kommt man besser auf ihr klar. Aber so wie sie jetzt ist, in meiner 1,80er Position oder mit meinen 1,80, komme ich gut klar. Und vor allem, ich kann meine Knie super an den Tank schmiegen und kann einen super Knieschluss machen. Hilft mir auf der Rennstrecke enorm. Hier jetzt beim Landstraßenbummeln, muss man ganz klar sagen, ist es halt dann schon sehr, sehr aggressiv. Und fast zu aggressiv, würde ich jetzt sagen. Was man da zum Sitzpositionsthema auf jeden Fall einreißen sollte, ist der Unterschied zwischen alt und neu. War die alte wirklich das Landstraßenmotorrad, soll die Fireblade wirklich das Rennstreckenmotorrad sein und soll eben auch diese Rennstreckenperformance für uns liefern. Also wer glaubt, dass die Fireblade noch dieses entspannte Supersportler-Eisen für die Landstraße ist, der täuscht sich gewaltig. Das Eisen ist massiv anders geworden, massiv sportlicher. Es ist schwerer zugänglich für mich geworden, für mich als Rennstreckeneinsteiger. Das muss ich ganz klar sagen. Also es ist nicht mehr so, ja, sitze ich drauf und fahre, sondern nein, man muss hier wirklich mitdenken, muss überlegen, okay, jetzt kommt eine Kurve, umsitzen, reinlegen, runtergehen mit dem Oberkörper und dann in die Kurve fahren. So, Freunde, und ich finde, es ist ein extrem geiler Zeitpunkt, um einfach mal um das Motorrad rumzugehen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was hat das Motorrad, was ist da alles drauf? Und ich zeige es euch einfach mal. Da steht die Honda Fireblade CBR im HRC-Design mit Agrapovic-Anlage, mit elektronischen Öl ins Fahrwerk, mit einmal allem, was es so gibt auf dieser Welt. Alles, was schön, alles, was teuer ist, ist hier drinnen und es ist einfach Mörder. Und ich gehe einfach mal ganz klassisch wieder vorne, fangen wir an. Wir haben hier vorne natürlich eine Doppel-Brembo-Bremsanlage, eine richtig festgreifende, die greift sofort zu. Wir haben hier die Gabel von Öhlins, das ist eine elektronisch einstellbare Gabel, das kann man sehr fein justieren, sehr fein anpassen, auch für sich auf die Rennstrecke. Wir haben natürlich vorne diesen unglaublich bösen Look bekommen, wenn man hier reinschaut. Wir haben hier übrigens die SP-Version der Fireblade. Auch hier sieht man rechts und links die Winglets, wir haben das LED-Licht, wir haben die Blinker nach vorne, die extrem lustig ausschauen im Vergleich dazu. Ja, wenn wir hier von den Winglets dann rüberkommen zu der Tankverkleidung, es ist ein sehr bulliger Tank, man kann sich super drauflegen und kann super hinter dem Windschild auch hier verschwinden. Die Distanz zwischen Lenker und Oberkörper ist eigentlich sehr gut gelungen, gerade für mich als Mensch mit großen und langen Oberkörper funktioniert das gut. Ich habe eher Probleme beim Kniewinkel, aber zuerst gehen wir mal zum Sitz. Da muss man sagen, das ist ein echt harter Sitz, der ist halt auch Rennstrecken ausgelastet sozusagen, das ist feinste Ware. Man muss sagen, hier, man sieht es eh, zwickt man sich da mit den Knien rein und man spürt halt hier sehr hart diese Übergänge zwischen Sitzbank und Verkleidung. Man kann aber dafür halt eben sehr sportlich drauf sitzen, sehr sportlich sich bewegen. Wir haben hier hinten natürlich die Agrapovic-Anlage und ich zeige euch eins, damit wir es nur festgehalten haben. Diese Auspuffanlage hat eine E-Nummer. Also der ist komplett Legend, das ist komplett egal, das Ding. So ist es einfach. Was mir ein bisschen abgeht im Vergleich zur alten Fireblade, ist dieser wunderschöne Rahmen. Ich fand den silbernen Rahmen einfach irgendwie geiler als den schwarzen Rahmen, den wir jetzt hier verbaut haben, ist aber auch okay. Wir haben hinten natürlich ein relativ kurzes Heck, der Kennzeichenhalter kommt sowieso runter, wenn es für die Rennstrecke geht und glaubt mir, es geht auf die Rennstrecke. Man schaut sich diesen Blick an, alter Schwede, richtig evler Blick, richtig boshafter Blick. Das Display-Element ist eigentlich ein eigenes Video, aber ich zeige euch nur hier, haben wir einen Lean-Engel-Anzeige, wie weit rechts, links. Wir haben hier unten eben auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, können uns anschauen, wir sind jetzt im Track-Modus, Sport, Rain, M1, also die manuellen Modus. Haben wir natürlich auch M1, M2, M3 und dann haben wir Rain und dann haben wir Sport und dann haben wir Track. Also ich gehe wieder in Sportmodus zurück. Wir haben ABS auf 1 gestellt, wir haben eine Temperatursanzeige, eine Drehzahlanzeige, eine Geschwindigkeitsanzeige und hier unten haben wir natürlich andere Anzeigen auch noch. Wenn man das übrigens sich anschaut, wenn ihr mal wissen wollt, wie so ein teures Motorrad den Schlüssel hat, das hat einen sehr ähnlichen Schlüssel zur Goldwing. Das ist der Schlüssel der Honda Fireblade. Das ist der Schlüssel. Es ist natürlich Keyless Go, das ganze System. Was ich aber wirklich seltsam finde, die Fireblade hat nur eine Bounden-Zukupplung. Ja, der Quickshifter geht richtig gut, aber hat es dann nicht mehr für eine hydraulische Kupplung gereicht? Finde ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist die Honda Fireblade in der SP-Version hier, so wie sie da ist, das Nonplusultra. Also mehr geht eigentlich gar nicht bei Honda. Ja, Freunde, optisch und verarbeitungstechnisch Honda-typisch perfekt. Da gibt es nichts zu nörgeln. Das passt alles. Hit ist wirklich scharf gelungen und ist wirklich schärfer geworden als die Vorgängerin. Jetzt kann man auch am Wirtshaustisch seine Jacke mit Honda Fireblade-T-Shirt wieder zeigen. Denn jetzt ist sie wieder da, jetzt ist sie zurück, schärfer denn je und geiler denn je, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, springen wir jetzt wieder drauf und dann kommen wir so ein bisschen zu meinem Fazit auf der Landstraße. Jetzt bei dem ersten Testversuch, also wirklich, das sind jetzt mal, ja, das bin ich gefahren, 30 Minuten, 40 Minuten, es kommt ein ausführliches Video
zum späteren Zeitpunkt von dem Motorrad natürlich. Ja, Freunde, das Fazit auf der Landstraße ist klar, das ist wirklich viel Power. Das muss man beherrschen können. Ich finde, an der Stelle muss ich auch ehrlich zu euch sein, hier auf der Landstraße hat mir die Fireblade relativ wenig Spaß gemacht. Da war die alte irgendwie ja lustiger zu fahren. Da war der leichtere Zugang, die etwas weniger sportliche Sitzposition. Ja, Freunde, was muss ich noch sagen? Die Fireblade ist ein absolut irres Gerät, das alles kann. Extrem ist in jeder Pore. Es ist super sportlich, es ist nichts mit zivil oder entspannt fahren. Hier fährst du immer auf Anschlag sozusagen. Und der Geist sollte hier wirklich vorhanden sein, dass man dieses Motorrad auf der Rennstrecke bewegt, weil für die Landstraße, da wirst du nicht lang Freude haben, beziehungsweise deinen Führerschein kannst dann sofort abgeben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!